So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier bei Naruto Cross Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, wo wir jetzt, ja, es drunter und drüber zugehen lassen werden, denn jetzt spielen wir zum allerersten Mal mit Kawaki Kama erweitert, oder auch besser gesagt Kawashiki. Kawashiki betritt nun das Feld als DLC-4-Charakter und dabei wird er unterstützt von Boruto mit dem Karma-Zeichen und mit Momoshiki. Eine Kombination, ja, die jetzt noch geteilt ist, aber generell schon im September 2024, davon gehe ich jetzt einfach mal von aus, weil es wurde ja sowieso auch schon mit dem Erscheinen von Kawashiki, wurde ja schon angekündigt, Herbst 2024 erscheint der letzte DLC-Charakter. Aber ob es wirklich der letzte ist, ja, da müssen wir jetzt erstmal noch abwarten. Es könnte natürlich sein, dass die vielleicht ja noch irgendwas anderes machen, aber aktuell gehen wir mal davon aus, dass der fünfte DLC-Charakter, Boruto, auf jeden Fall der letzte sein wird. Und ja, da bis jetzt ja generell eigentlich immer so im Zwei-Monats-Rhythmus immer jetzt erstmal ein DLC-Charakter herausgekommen ist, da gehe ich jetzt wirklich davon aus, Ende September kriegen wir dann den letzten DLC-Charakter, Boruto, der dann sicherlich auch nicht anders heißen wird als Boruto Kama erweitert. So wird es dann auf jeden Fall am Ende sein. Und auch wenn das Ganze jetzt erstmal hier gut für uns lief, ja, so haben wir doch am Ende wieder mal ein bisschen den Fokus verloren und somit natürlich auch den Kampf verloren. Und ja, der Gegner wird jetzt an der Stelle sicherlich nicht mehr so unaufmerksam sein wie zuvor. Und wie auch schon in anderen Videos jetzt gesagt, ist der Fehler jetzt hierbei natürlich auch, ich will jetzt unbedingt versuchen, mit Kawashiki einen Sieg zu erringen. Doch genau das ist jetzt eigentlich auch unser Fehler. Nicht nur der Sprint nach hinten ist jetzt der große Fehler hier. Denn in manchen Fällen, wie schon gesagt, sind andere Charaktere besser geeignet, um den Kampf weiter zu bestreiten. Aber genau diese Lektion müssen wir erst im späteren Verlauf dieses ziemlich großen Videos auch mal wieder lernen einzusetzen. So und nicht anders ist dann jetzt wieder. Naja, und auch wenn man das jetzt erstmal zum Anfang dieses Parts nicht gerade so gut gezeigt hat, so war dann jetzt auch erstmal so dieses, die neue Funktion Kampf annehmen, ja oder nein, wurde dann jetzt, sag hier auch erstmal gezeigt. Das Video wurde dann sowieso auch erstmal, ja, gestern aufgenommen, 25. Juli. Das erscheint von Kawashiki, DLC Nummer 4. Und ja, jetzt wiederum haben wir das Ganze ein bisschen besser gemacht als im Match davor. Wir haben jetzt erstmal gewechselt und Boruto war jetzt in der Stellung wirklich erstmal besser gewesen für den Anfangskampf. Aber hierbei kommen jetzt natürlich auch erstmal wieder die allgemeinen großen Fehler auch mal wieder zum Zuge. Wir hatten jetzt an der Stelle leider mal wieder keine Tauschjutsus mehr da. Jetzt ebenfalls nicht. Und der Wechsel zu Kawashiki. Gute Idee. An der Stelle zum Glück ja eine gute Idee. Auch wenn jetzt an der Stelle auch mal wieder das Amaterasu an einer ungünstigen Stelle erschien. Nicht zu vergessen, dass der Phönix von Momoshiki
wieder einmal das Ziel gehörig verfehlt hat. Dieses Jutsu nennt man Kiri. Mit diesem Donnerschlag. Hinfort! Tja, generell Sasukes Kirin dürfte eigentlich auch von den ganzen Elementar-Jutsus ja nun wirklich auch eines der stärksten zu sein. Ja, bedauerlicherweise jetzt mehr. Das war jetzt leider wieder offensichtlich. Diese Augen hatten jetzt leider mehr drauf gehabt. Aber dieses Auge hier darf man auch nicht unterschätzen. Nicht zu vergessen, wenn wir es erstmal richtig einsetzen könnten, dürfte man die Grifftechnik von Momoshiki auch nicht unterschätzen. Naja, aber generell lernen wir jetzt wirklich erstmal wieder ziemlich langsam aus unseren Fehlern hier. Ja, wie schon gesagt, wir lernen jetzt ziemlich langsam aus unseren Fehlern. War ja auch keine so gute Idee, jetzt ausgerechnet bei so wenig Lebenspunkten ins Awakening gehen zu wollen. Und wir hatten noch mal so einen schönen Shunin-Feldherrn-Rang. Naja, generell vor diesem Video hatte ich auch noch mal ein paar andere Matches mal gehabt, wo ich mal ein paar Sachen mal ausprobieren wollte und wo ich auch noch was anderes aufnehmen wollte. Aber ich am Ende wirklich ein klitzekleines bisschen zu, ja, unzufrieden mit den Videos war. Hm? Generell wollte ich ja auch mal ein Video machen mit den ersten drei DLC-Charakteren in ein Team. Der Rikudo Sennen, Ishiki Utsuki und dann ja sowieso vor einiger Zeit die erschienene Kurenai. Aber oh, das hat mir wirklich überhaupt nicht gefallen, diese drei Charaktere in einem Team drin zu haben. Das fand ich überhaupt nicht gerade sehr gut. Der Rikudo Sennen so langsam, Kurenais Techniken ja nicht gerade sehr passend jetzt für die Gegner, die online sind. Und ja, zu Anfang konnte ich ihn zwar auch nicht gerade sehr gut spielen, aber Ishiki ist jetzt natürlich auch ein Charakter geworden, den ich ja sehr gerne spiele. Aber ein Charakter allein kann ein ganzes Team nun wirklich nicht unterstützen. Oder kann auch generell nicht ein ganzes Spiel rumreißen. Auch wenn das Ganze natürlich im Fußball ja anders aussehen würde. Runde zwei. Beginnen. Aber wir sind jetzt hier nicht beim Fußball, wir sind jetzt hier beim Beat'em Up. Auch wenn in manchen Situationen auch ein Fußballspiel zum Beat'em Up werden kann. Aber hey, das sind natürlich wieder die komplett anderen Geschichten. Wie der spanische Handballer. Was jetzt natürlich hier nichts zu suchen hat. Aber hey, Momoshiki hat jetzt auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen Stärke bewiesen. Und wenn er jetzt erstmal wieder zum Zuge käme, ja, dann würde er auch seine Stärke noch ein bisschen weiter unter Beweis stellen.
Tja, das ist auf jeden Fall jetzt eine gute Kombination. Da hilft kein Winden. Du bist und bleibst ein Wurm. Er ist und bleibt zwar ein bisschen beleidigend, aber er hat gewonnen. Generell, ja, jetzt sieht man hier sowieso auch mal wieder Europa. Verbindungsqualität sehr gut. Aber das gibt einem jetzt leider keine Auskunft darüber, was für ein Rang er hatte. Ja, Ninja-Schüler, Absolventen, 900 irgendwas Punkte. Was man dazu natürlich sagen kann, hätte ich jetzt natürlich auch noch den Rang und die Punktzahl gesehen, hätte ich jetzt den Kampf nicht angenommen. So muss ich es an der Stelle wirklich sagen. Hätte ich das im Vornherein gesehen, hätte ich nicht den Kampf angenommen. Und generell hat man es online ja sowieso auch häufig, wenn andere Spieler sehen, dass zum Beispiel ich über 5000 Punkte habe, die vielleicht gerade mal, ja auch, sagen wir mal 900, 800 oder generell sehr wenig Punkte haben. Ja, da spielen die meisten dann sowieso eher nicht. Was sich dann ja auch denken, oh, das wird nix. Aber das kann man im Allgemeinen ja auch erstmal nicht so sehen. Oder auch nicht wissen, wenn man es nicht ausprobiert hat. Tja, apropos keine Wahl. Wie konnte jetzt Kawashiki wählen, an der Stelle eben zu sein? Wir waren noch an der anderen Ecke des Bildschirms mal wieder gewesen. Und da haben wir jetzt auch erstmal eben nichts gesehen. Tja, das war jetzt auch ein bisschen unpraktisch gewesen. Hätte der Laser von Kawashiki getroffen, dann hätten wir jetzt viel früher den ersten Sieg errungen. Gegen Alpha Supreme. Verzeihung, Alpha Supremo. Aber gut, der Kampf an sich, der war jetzt auch irgendwie auch mal wieder ein bisschen hakelig gewesen. Hatte man auf jeden Fall eben auch gesehen, als ich mein Chakra aufgeladen habe. Okay, jetzt wiederum sah es vielleicht ein bisschen anders. Nee, eigentlich ja nicht. Eigentlich sah man jetzt doch mal wieder ein paar Hakler. Aber gut, der Phönix, der mal wieder den kompletten Bildschirm versperrte, kam erfolgreich zum Einsatz. Wir haben schon die Lebenspunkte im roten Bereich gemacht beim Gegner. Eine Verbundtechnik konnten wir jetzt leider nicht einsetzen. Ein Durchbruch ebenso wenig. Ich werde dich umlegen. Genau. Aber ein guter Rasengan-Konter gegenüber den Shidori-Konter war auch mal wieder eine gut eingesetzte Technik. Tja, man kann ja versuchen, mit einem Charakter zu gewinnen, aber am Ende ist es immer noch ein Teamspiel. Und mit Teamspiel meine ich natürlich an der Stelle ein Team bestehend aus drei Charakteren, wo ein Spieler die drei steuert. Gut, ein Duell der Shunin-Kommandanten. Das kann ja auch jetzt spannend werden.
generell wird es sowieso auch in den nächsten Wochen und Monaten ja sowieso noch einige neue Fighting Games ja geben. Wo ich natürlich das ein oder andere ja auch mal ausprobieren will. Oder generell auch spielen will. Denn es kommt ja sowieso auf jeden Fall, was bestätigt ja ist, so, schon seit längerer Zeit, im Oktober Dragon Ball Z, oder Dragon Ball Sparking Zero. Ein neues Spiel der Budokai Tenkaichi Serie. Für die PlayStation 5 versteht sich. Das wird sicherlich auch ziemlich interessant werden. Und da werden wir sicherlich auch vor dem Kampfbeginn sehen können, ob was für ein Rang der Gegner ist. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und ansonsten, neben diesem Spiel wurden ja vor einiger Zeit, ja, sowieso seit längerer Zeit, wurde denn ja auch ein Hunter x Hunter Fighting Game angekündigt. Wo man ja sagt, ja auch drei Charaktere, ja, wie hier zum Beispiel bei Naruto Cross Boruto, Ultimate Ninja Storm Connections, spielen kann. Und dann ja auch zwischendurch hin und her wechselt. Das wird dann aber auch mehr 2D-mäßig sein. Nicht so 3D-mäßig wie hier, ist dann eher 2D-mäßig. Aber sieht ja auch schon mal ziemlich gut aus. Und bei der Evo 2024, so ein Fighting Games Event oder auch Turnier, eins von beiden, hat mich ja dafür noch nie so richtig interessiert, aber weil das Spiel da auf jeden Fall gezeigt wurde und einige sowieso bekannte Charaktere da sowieso auch anspielbar waren, wie zum Beispiel Meruem, der König der Chimera Ants, zum Beispiel, hat es auf jeden Fall auch schon mein Interesse sehr stark geweckt. Und generell, Hunter x Hunter ist eine gute Serie, ist auf jeden Fall eine Serie, die im Manga noch lange nicht abgeschlossen ist, aber bei uns jetzt aktuell, naja, mit über 100 Episoden beendet ist, der Anime, was natürlich aber noch lange nicht das Ende ist. Naja, es sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus, soll auch einsteigerfreundlich vom Kämpfen her sein, aber auch Veteranen sollen damit auch gut zurechtkommen. Tja, an der Stelle hätte ich mir auch eher gewünscht, dass der Gegner ein Anfänger ist. Aber wie dem auch sei, zwei Revanchen wären auf jeden Fall noch drin. Und dann auf jeden Fall, was vor einiger Zeit ja erstmal angekündigt wurde, war ja auch ein Fighting Game zu Bleach, was ja sehr richtig gut aussieht. Rebirth of Souls. Da wurde ja vor einiger Zeit ja sowieso auch erstmal ja ein Gameplay-Trailer gezeigt. Sah auch nicht schlecht aus. Und ich sag mal so, es kommen noch drei sehr interessante Fighting Games auf uns zu. Wie schon gesagt, Dragon Ball Sparking Zero kommt ja auf alle Fälle ja im Oktober raus. Wann wiederum die anderen beiden Spiele herauskommen? Ja, das stand eigentlich bis jetzt noch nicht so ganz fest. Also Rebirth of Souls würde ich eigentlich damit rechnen, wenn man davon jetzt auch schon mal einige Videos, naja, was heißt einige Videos? Wir haben ein paar Videos davon schon auf YouTube gehabt. Also erstmal der Ankündigungstrailer, dann auf jeden Fall die zwei Videos mit Musik. Und dann ja sowieso vor einiger Zeit der Gameplay-Trailer, wo dann erstmal Ichigo gegen Byakuya Kuchiki ja kämpfte. Und ja, weil man dazu ja eigentlich ja mehr gesehen hat, als bisher zum Hunter x Hunter Spiel mit dem Namen Nen Impact, hatte ich ja sag jetzt noch nicht gerade erwähnt gehabt, dass das Spiel Nen Impact noch zusätzlich heißt. Hat ja eigentlich bis jetzt wirklich noch keinen richtigen Termin. Man könnte zwar jetzt auch mal kurz googeln, aber wenn ich jetzt danach google, dann werden wir sicherlich da bloß irgendwas haben mit erscheint 2024 sicherlich.
Du benötigst wohl meine Hilfe. Naja, abgesehen davon wurde vor einiger Zeit sowieso auch angekündigt, dass es, sag Manga technisch auch weitergehen soll mit Hunter x Hunter. War vielleicht, sag jetzt auch mal wieder so ein Fall davon, wo dass der Autor, naja, wohl auch, sag, sehr lange krank war und dass sich dadurch das Ganze ein bisschen verzögert hat. Du benötigst wohl meine Hilfe. Es wird auch Zeit. Letzte Runde! Okay, das Einzige, was ich jetzt hier bisher sehe, ist, dass Hunter x Hunter Nen Impact ja für die PS5 erscheint, Nintendo Switch und so weiter und so fort. Das war wiederum jetzt erstmal eine Nachricht vom 10. März. Naja, und im Allgemeinen, das geplante Veröffentlichungsdatum ist 2024. Angeblich. Aber auf alle Fälle gibt es ja auch schon einen Opening-Trailer. Oder ein Opening-Video zu diesem Spiel. Also, wenn eigentlich alles gut läuft, könnte man in diesem Jahr wirklich noch mit zwei weiteren guten Fighting Games anscheinend ja mit rechnen. Muss man so sagen. Hunter x Hunter Nen Impact und dann sowieso ja auch noch Bleach Rebirth of Souls. Also wie schon gesagt, Sparking Zero, Dragon Ball wurde ja schon angekündigt für den 11. Oktober. Und das war jetzt wirklich ein ziemlich knappes Match hier. Du forderst den Falschen heraus. Sehe ich jetzt aktuell erstmal nicht. Und ich finde es im Allgemeinen immer noch ziemlich komisch, Kakashi ohne seine Maske zu sehen. Passt überhaupt nicht. Naja, aber sei es drum. Das war gerade jetzt mal Match Nummer 2 gewesen, wenn mir recht entsinnt. Hat er jetzt mehr aufs Handy geguckt, um mal zu sehen, mit Hunter x Hunter Nen Impact. Aber hey, es sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus, was man schon mal sehen konnte. Es gab auf jeden Fall auch schon mal auf Twitter auch einige interessante Videos dazu, die ich nicht schlecht fand. Und ja, im Allgemeinen sage ich hier, sag immer noch Twitter dazu, weil beim besten Willen ein X ist mal nix. Und auch wenn es ja bloß einfach ein Buchstabe ist, so wissen wir alle, was es ist. Oder immer noch ist. Tja, und allgemein, das sah jetzt auch nicht schlecht aus. Ich werde. Ja, man darf am besten will die Grifftechnik von Kawashiki in keinster Weise unterschätzen. Und im Allgemeinen darf man Kawashiki wirklich nicht unterschätzen. Wieder mal so ein spannender Fall von ein Lebenspunkt zum Sieg. Aber generell muss man einfach auch sagen, dass Kawashiki im Vergleich zu Kurena Yui ein viel besserer DLC-Charakter ist. Muss man einfach sagen. Er hat eine Distanztechnik, was ich sowieso schon mal ziemlich gut finde. Er hat, naja, mit seinen Chakrastäben, ja, können wir das eine gute Verteidigungstechnik nennen? Im Allgemeinen würde man eher jetzt sagen, eine Technik, die im richtigen Augenblick ziemlich gut wird. So kann man es ja auch sagen. Ansonsten seine Grifftechnik finde ich jetzt, sagst du, so ziemlich gut. Quasi gut gleichzusetzen mit der Technik von Tobirama.
Oder natürlich sogar auch, was für eine andere Grifftechnik hätten wir jetzt eigentlich auch noch gehabt, die eigentlich ja ziemlich gut und schnell funktioniert. Und quasi eigentlich auch ohne Kontakt, richtig. Du hattest keine Chance gegen mich. Ich bin jetzt aktuell noch am Überlegen. Der Sieger steht fest. Das reicht. Irgendjemand anderes fiel mir doch. Ah ja, Minato. Nicht schlecht. Seine lebendige Form. Es war ein großer Fehler, mich so schwach anzugreifen. Er hatte ja immerhin auch eine Grifftechnik drauf, wo man eigentlich auch nicht, naja, nicht unbedingt Körperkontakt voraussetzt. Mit seinem Kunai, Gut. Soweit so gut, soweit so gut. Das waren jetzt auf jeden Fall alle drei Kämpfe gewesen, wo wir am Ende noch gewonnen haben. So, jetzt geht's auf jeden Fall weiter in die nächsten Kämpfe. Gegen Maho TV. Das ist mein Weg des Ninja. Ich nehme nie etwas zurück. Oder gegen Mao TV? Das ist mein Weg des Ninja. Ist ja eigentlich auch schwer zu sagen. Aber wie dem auch sei, er wusste jetzt auf jeden Fall, was Kawashikis Grifftechnik ist. Das wusste er auf jeden Fall und konnte auch ausweichen. Nur dem Ultimate von Momoshiki konnte er leider nicht rechtzeitig entkommen. Aber im Allgemeinen kann man es jetzt wirklich mal so sagen, das ist jetzt auch wirklich ein ziemlich, ja, einseitiger Kampf. Ich frage mich jetzt allerdings, ob wir auch noch einen zweiten Kampf gegen den Spieler hier gemacht haben. Ich glaube, ich hatte jetzt kein zweites Match gegen den Spieler gemacht. Und im Allgemeinen, das sah doch jetzt nun wirklich total falsch aus. Sarada Shidori ging doch eigentlich total ins Leere. Wir haben sie hinterrücks angegriffen und ja, wurden dann trotzdem noch erwischt vom Shidori und waren dann auf einmal wieder auf dem Wasser. Naja. Eine Sache, die ich jetzt, sag mal, erwähnen muss in Bezug auf Dragon Ball Sparking Zero, ist ja jetzt auch die Tatsache, dass es da auch einen Spielmodus gibt, in dem man, naja, alternative Geschichten erleben kann. Papa und Sasuke sind immer noch besser. Also quasi, man spielt zum Beispiel Son Goku und erlebt dann quasi eine etwas andere Geschichte, zum Beispiel im Kampf gegen seinen Bruder Raditz. Quasi, was wäre wenn Geschichten, wenn zum Beispiel Piccolo ja nicht mitkämpfen konnte oder so ähnlich. Naja, wird man sowieso alles demnächst in ein paar Monaten besser sehen. So, und wie wird das Ganze jetzt hier besser gehen oder sehen? Sehen wir doch mal. Maskierter Mann wurde zugrunde gewürfelt. Erwischt! Kann ich auch sagen. An der Stelle muss man eigentlich sagen, für einen Spieler mit so einer hohen Punktzahl kämpfte für meinen Geschmack jetzt noch ein bisschen zu langsam. Was?
aber generell sieht auch diese Teamkombination auch nicht gerade so nach einer aus, die man häufig einsetzt online. Aber das muss man diesem Spieler jetzt auch erstmal zugute heißen. Dass er jetzt auch erstmal Charaktere einsetzt, die man so online nicht so häufig sieht. Und das bringt dann auch Abwechslung rein ins Gameplay. Und vielleicht hier und dort auch so den manchen anderen Vorteil. Verschwinde. Wenn es dann sowieso noch Kombinationen sind, die man nicht so häufig zu Gesicht bekommt. Und man sich erstmal überlegen muss, was macht denn jetzt Figur XY hier? Was kann denn das Ganze jetzt hier werden? Wie könnten wir gewinnen? Wie könnte eine Niederlage vielleicht für uns enden? Aussehen? Ich helfe dir. Du benötigst wohl meine Hilfe. Tja, einen Fokus beweisen wir eigentlich im Allgemeinen. Okay, Madara hatte jetzt wirklich für meinen Geschmack viel zu viele Sachen zu werfen. Aber wir hatten jetzt noch unser feuriges Awakening. Mit einem weiteren Phönix. Auf dieser Welt, der mir jemals auch nur annähernd gleichkommen würde. Der wirklich gut geflogen kam. Ja, und der Gegner hat wohl jetzt auch gedacht, ach, diese Kombination, die ich jetzt aktuell einsetze, ist wirklich nicht gerade so ideal. Da muss ich jetzt wohl wechseln. Oder vor allem jetzt erstmal, ja, gegen den Spieler spiele ich jetzt erstmal nicht. Nun denn, auf jeden Fall sehen wir jetzt auch erstmal im gegnerischen Team ein Kawashiki. Obwohl, generell hatten wir jetzt auch zuvor in den Matches davor auch noch mal ein paar Kawashikis gehabt. Darf man jetzt auch nicht außer Acht lassen. Naja, was wir eher bräuchten als die Hilfe von Momoshiki, wäre natürlich jetzt mehr Tauschjutsus. Aber hey, man will es nicht allzu sehr beschweren. Denn in richtigen Augenblicken kann Sakawashiki wirklich den wirklich ziemlich stark den Gegner lasern. Und ein erfolgreiches Ende kreieren. Aber nun wird es jetzt auch wieder mal ein bisschen schlimmer und natürlich auch ein bisschen schneller mit mit Naruto im Baryon-Modus. Ja, wir konnten zwar jetzt auch erstmal kurzzeitig den Angriff stoppen, aber wir hatten jetzt auch erstmal wieder viel zu viel Feuer abgekriegt und ein Rasengan. Ja, das hätten wir doch ein bisschen besser lösen können. Ja, das hätten wir viel besser lösen können. Und dieser Angriff kam von uns jetzt leider ein paar Augenblicke zu unpassend. Aber gut, im Allgemeinen ist das jetzt eigentlich wirklich kein Kampf, wo man sagen würde, das können wir nicht schaffen. Wenn wir das Ganze nur ein bisschen besser anstellen würden, würden wir an der Stelle natürlich auch viel besser gewinnen können. Baryon-Modus.
Bedauerlicherweise, aber sind wir jetzt genau in die ins Altmetall gelaufen. Und das war jetzt auch wieder unser Fehler. Unser viel zu großer, nerviger Fehler. Und ist das jetzt eigentlich auch neu, dass man rauswechseln kann? Wenn erstmal Naruto ausgebrannt war? Ich war natürlich der Meinung, das konnte man eigentlich nicht. War Naruto erstmal ausgebrannt durch den Baryon-Modus? Konnte man erstmal nicht wechseln? Oder war das jetzt einfach wirklich bloß so gewesen? Nur, dass er dann nicht sich weiter bewegen konnte. Naja, müsste ich theoretisch selbst nochmal ausprobieren. Aber ich hatte jetzt wirklich eigentlich eher den Gedanken gehabt, dass man sich dann nicht bewegen, also auch nicht auswechseln konnte. Denn wie hätte das eigentlich auch gehen können? Nachdem Naruto erstmal ausgebrannt war durch den Baryon-Modus, kann er sich ja auch nicht bewegen. Wie soll er dann sich eigentlich ja wechseln? Auswechseln lassen? Naja. Naja, ist jetzt ja auch nicht gerade so wichtig. Die Konzentration ist natürlich jetzt bei diesem Kampf viel wichtiger. Und genauso wichtig wäre es jetzt an der Stelle auch gewesen, was zu sehen. Aber hey, genau an der Stelle haben wir jetzt auch selbst uns mal wieder eben die Sicht versperrt. Auch mal wieder top. Dass wir jetzt allerdings auch nicht viel weiter gegangen sind mit unseren Techniken. Das war jetzt an der Stelle Absicht gewesen. Weil der Gegner hatte jetzt noch viel zu viele Tauschjutsus gehabt, die er noch nicht einsetzte. Nicht schlecht. Ja, wirklich nicht schlecht. Das sieht wieder mal ziemlich gut aus. Und irgendwie im Allgemeinen finde ich auch, dass Kawashikis Altmetall, also Chakrastäbe abwehren, wie auch immer, irgendwie effektiver ist als zum Beispiel, naja, Indoras Amaterasu-Verteidigung. Aber ich glaube, an der Stelle kommt dann das auch bloß so vor. Vielleicht, weil ich so das Gefühl habe, dass der Radius des Angriffes ein bisschen, naja, weitflächiger ist. Ja, ich finde eigentlich wirklich, dass der Radius hierbei viel weitflächiger ist als... Ja, als mit einem Amaterasu. Ja, wirklich. So, und was natürlich der Gegner kann, kann ich natürlich auch viel... schon lange. Was ich hierbei an der Stelle allerdings auch recht wenig gemacht habe, ist ja natürlich auch die Tatsache, wir haben natürlich auch mal wieder andere Techniken drauf. Wenn du eine Lektion gelernt hast, kommst du nicht wieder. Tja, nun denn, eine Revanche ist jetzt noch drinne. Und das wäre dann sowieso auch das Ende dieses Kawashiki-Videos. Aber im Allgemeinen würde ich jetzt mal denken, 4 DLC-Charaktere, Kawashiki. Ja, ich denke mal, das wäre doch eines Teams mehrwürdiger. Mehrwürdiger? Hört sich jetzt auch wieder komisch an. Hört sich jetzt auch wieder merkwürdig an.
Naja, aber im Allgemeinen, wenn ich ein DLC-Charakter-Team spielen würde, dann würde ich jetzt auf jeden Fall eher Kawashiki mit reinnehmen und Kurenai rausschmeißen. Oder vielleicht er sagt, obwohl. Überlegen wir mal kurz. Ishiki ist im Allgemeinen keine schlechte Wahl. Gute Grifftechnik, gute Technik im Allgemeinen. Mit Fernkampf und dann sowieso Nahkampf. Kawashiki finde ich ja generell gut. Und ja, der Rikudo Zennen hatte generell mit seinen beiden Techniken ja Fernkampf drauf. Während wiederum Kurenai ja einen Explosionsradius hat und dann natürlich noch einen ziemlich langsamen Blumenillusionsdoppelgänger Explosionsdingenskirchen hat. Oder wie man das auch nennen soll. Dann im Allgemeinen ist ja sowieso auch die Grifftechnik von ihr auch nicht gerade so die beste. Die ist ja gerade mal auf, ja, Hashirama-Niveau. Wenn vielleicht sogar ein bisschen schlechter. Und ja, wie manche Leute eigentlich auch immer verstehen, dass ich anstelle von eher gesagt irgendwas mit Sack sage, so finde ich eigentlich, dass das, was Kawaki jetzt hier sagt, wenn er, naja, seine Chakrastäbe einsetzt, hört sich das für mich immer so an wie zu knappi knapp. Ja, das hört sich für mich wirklich so an, als würde er sagen, zu knappi knapp. Das sagt er auf jeden Fall nicht. Aber so sehr kann man sich natürlich mit das, was man hört, sich täuschen. So muss man es wirklich sagen. Aber gut, das Ende dieses Videos naht jetzt sowieso auf, so langsam aber sicher. Ob wir jetzt nun gewinnen oder verlieren, ist jetzt leider nicht gerade sehr von Relevanz. Du hast es gewagt, mich heraus. Wenn wir natürlich jetzt noch ein bisschen länger mit diesem Team spielen würden, ja, dann würden wir sicher noch einige gute Siege kriegen. Aber so ist es jetzt das Ende.